Namaste und herzlich willkommen. Danke, dass du diesen Yoga-Kurs, diesen Online-Kurs, diesen Videokurs für dich erworben hast, für deine geistige Gesundheit, für persönliches Wachstum und vielleicht, um Yoga besser kennenzulernen oder auch mich. Ich bin der Matthias, ich stelle mich kurz vor in diesem Video. Ich bin der Matthias, bin 29, bin Yoga-Lehrer und Personal Trainer. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel Yoga unterrichtet und auch für mich selbst Yoga praktiziert. Ich habe gemerkt, dass es meinen Körper flexibler macht, dass es mir im Geist gut tut, mich beruhigt, den stressigen Alltag, die Sorgen vergessen lässt. Außerdem hat sich irgendwo auch eine innere Kreativität mehr entfaltet. Ich habe gelernt, mit Ängsten umzugehen, diese Ängste zu überwinden. Und diese ganzen Themen möchte ich gerne auch an dich Schritt für Schritt weitergeben. Und mit diesem Online-Kurs hast du den ersten Schritt getan, um Yoga kennenzulernen, um mal zu kennenzulernen, was sind Asanas. Vielleicht vertiefst du deine Praxis, die du aktuell schon hast. Vielleicht fängst du aber auch erst an, Yoga zu lernen. Und hiermit möchte ich mich einfach nochmal kurz vorstellen, dich begrüßen. Ich bin auch so ein kleiner Dorfjunge, beziehungsweise das heißt auch, ich bin so ein kleiner Dorfjunge, der in der 2000 Einwohner-Dörfchen groß geworden ist. Und jetzt wohne ich seit 2 Jahren hier in München. Ich mache Straßenmusik, weil Musik ist mein Hobby. Seit Kind an spiele ich auch Musik im Verein, Posaune, Trombone, Zugposaune, habe verschiedene andere Instrumente probiert und war natürlich schon immer auch sportlich. Und das ist für mich irgendwie ein schöner Ausgleich. Musik, Sport, das passt sehr gut zusammen und Bewegung. Und in diesem Sinne möchte ich dir im nächsten Video einfach mal den Sonnengruß A zeigen. Und lass dich einfach mal drauf ein, auf die nächsten Videos, auf die nächste Zeit. Und dann wünsche ich dir, wenn du das Video vor Weihnachten siehst, eine schöne Weihnachtszeit. Und danach ein neues, gutes Jahr mit viel Bewegung. Und auf dass du deine Fitnessziele, wenn du welche hast, auch erreichst. Und im ersten Step würde ich dir in diesem Video noch mitgeben, schreib dir vielleicht mal auf, was erwarte ich von mir selber, was erwarte ich von diesem Videokurs langfristig für mich. Und überleg dir mal ein Fitnessziel. Zum Beispiel könnte es sein, ich möchte 5 Kilogramm abnehmen oder ein bisschen Muskulatur aufbauen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video mit dem Sonnengruß A.